Diese Szene ist Realität. Amerikanische Soldaten filmen die Misshandlung irakischer Gefangener. Die Iraker müssen nackt auf dem Boden kriechen, wie Hunde. Bilder aus dem Gefängnis Abu Ghraib. Die Folgen der Folter. Entkommen aus der Hölle von Abu Ghraib. Ich teile die tiefe Abscheu darüber, wie die Gefangenen behandelt wurden. Ihre Behandlung entspricht nicht der Natur des amerikanischen Volkes. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir in Amerika handeln. Warum aber sind diese Dinge dann passiert? Ein bedauerlicher Betriebsunfall? Oder steckt hinter den Grausamkeiten in Abu Ghraib Absicht und System? Wenn man all das Blut, den Dreck, den Horror dieser Bilder außer Betracht lässt, sie gewissermaßen klinisch betrachtet, dann zeigen sie das Grundmuster psychologischer Folter der CIA. Und diese Folter hat ihre Wurzeln tief in der Vergangenheit. Die Spur führt in ein einsames Landhaus mitten in Deutschland. Das Gefängnis Abu Ghraib. Der irakische Diktator Saddam Hussein hatte hier politische Gegner foltern lassen. Nach dem siegreichen Krieg zieht die US-Militärpolizei hier ein. Schon bald füllen sich die Zellen wieder. Irakische Terroristen, sagen die Amerikaner. Und die Folter geht weiter. Als Fotos von Misshandlungen bekannt werden, wiegeln Pentagon und Präsident ab. Es handle sich um die Verfehlungen einiger weniger Soldaten. Amerika foltere nicht. Also war alles in Ordnung in Abu Ghraib, bis auf ein paar bedauerliche Exzesse? Ich suche Antworten bei Professor Alfred McCoy von der Universität Wisconsin. Der Historiker hat die Verhörmethoden der CIA untersucht, von den Anfängen des Kalten Krieges bis heute. Was sieht er auf den berüchtigten Bildern von Abu Ghraib? Ich sah diese Fotos und erkannte sofort die grundlegenden Prinzipien der CIA-Techniken. Nehmen Sie das bekannteste der Bilder. Ein Iraker steht auf einer Kiste mit einer Kapuze über dem Kopf. Er hat die Arme ausgebreitet, an den Händen elektrische Drähte. Die Kapuze dient der systematischen Desorientierung. Und er muss die Arme von sich strecken, weil er sich damit selbst Schmerzen zufügt. Und genau das sind die beiden wichtigsten Komponenten psychologischer Folter, die von der CIA mit großem Aufwand in den 50er Jahren entwickelt wurden. Haben die Folterexperten dabei Spuren hinterlassen? Hinter den Mauern des amerikanischen Nationalarchivs in Washington könnten sie zu finden sein. Denn in den letzten Jahren sind Tausende ehemals streng geheimer Dokumente freigegeben worden. Sind darunter auch solche über die Folterexperimente der CIA? Ein befreundeter Historiker macht sich auf die Suche im Labyrinth der Akten. Und schon bald meldet er mir brisante Ergebnisse. Ich lese eine Studie aus dem Jahr 1956. Auf fast 100 Seiten analysiert die CIA Verhörtechniken kommunistischer Geheimdienste und vergleicht sie mit den Erkenntnissen eigener Untersuchungen. In den letzten 10 Jahren sind von unserer Regierung Methoden erforscht worden, mit denen sich völlige Kontrolle über Menschen gewinnen lässt. Das Ergebnis ist furchterregend. Aber welche Methoden waren das? Die Streckbänke des Mittelalters? Die Folterknechte des Mittelalters hatten keine kritische Öffentlichkeit zu fürchten, keinen Grund, Verstümmelungen und Todesfälle zu vertuschen.
Die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges. Befreiung der Überlebenden in den Konzentrationslagern. Auch die Nazis hatten absolute Macht und scheuten selbst die barbarischsten Methoden nicht. Nach der Befreiung untersuchten amerikanische Ärzte die Überlebenden. Die ganze Welt wurde Zeuge. New York, 1948. Die Vereinten Nationen verabschieden die Deklaration der Menschenrechte. Die Welt ächtet die Folter. Wer weiterhin foltern will, darf dabei keine Spuren hinterlassen. Heute versucht man durch ganz tiefgreifende und bewusst und gezielt vorgenommene Verletzungen der Psyche eines Menschen spurlose Folter anzuwenden. Doch sind die Folterfolgen ungleich schwerwiegender als das, was frühere Zeiten geschafft haben. Neben Abu Ghraib wird Guantanamo zum Sinnbild für neue, spurlose Varianten der Folter. Eine davon wirkt auf den ersten Blick ganz harmlos. Die Amerikaner zwingen Gefangene, Stunden oder sogar tagelang zu stehen. Ich treffe mich mit Murat Kurnaz, dem Deutsch-Türken, der jahrelang in Guantanamo inhaftiert war. Erzwungenes Stehen. Was passiert da? Mehr als über 24 Stunden hält es keiner aus, stehen zu können. Und darauf warten sie nur, dass man müde wird, umfällt in Ohnmacht oder dass man sich irgendwann halt hinsetzt. Sie warten drauf, gleich hinter der Tür schon, kommen rein und schlagen zu. Was macht die auch in Abu Ghraib praktizierte Stehfolter so schmerzhaft? Und wie sind die Amerikaner auf diese simple Methode gestoßen? Schon 1956 gehört die Stehfolter zum Arsenal der CIA. Periodenlangen Stehens werden von Vernehmungen unterbrochen, um dem Gefangenen klarzumachen, dass er sein Elend leicht beenden könnte, wenn er kooperieren würde. Sie fanden damals heraus, dass durch diese ganz einfache Technik die Schmerzen unerträglich werden. Die Flüssigkeit sammelt sich in den Meinen, es bilden sich Geschwüre, die irgendwann aufbrechen und extrem schmerzhaft sind. Dann versagen die Nieren, der Gefangene beginnt zu halluzinieren. Den Vernehmern bietet das Vorgehen einen großen Vorteil. Das Opfer kann ihnen keine Schuld geben. Sie sagen ihm, du fügst dir deine Schmerzen ja selbst zu. Aber es gibt noch raffiniertere Methoden. Diese Fotos zeigen das zweite Grundprinzip, Nacktheit, Männer mit Frauenunterwäsche über dem Kopf. Das zielt auf die arabische Männlichkeit ab. Und dann auch die Ausnutzung der Arabern unterstellten Angst vor Hunden. Das waren Innovationen aus Guantanamo, die dann nach Abu Ghraib exportiert wurden. Viele Gefangene wurden von Hunden gebissen. Das habe ich auch mit deinen Augen gesehen. Und man steht da ohne Kleider und rechnet natürlich auch damit, dass man selber auch gebissen werden kann von irgendeinem Hund. Hinter den Mauern von Abu Ghraib hielten die Folterer es also nicht immer für nötig, sich auf spurlose Methoden zu beschränken. Es gab sogar Tote. In einigen Autopsieprotokollen ist von Mord die Rede. In einem Gutachten heißt es: Der Verstorbene war Hitze und Kälte ausgesetzt, einschließlich kaltem Wasser. Unterkühlung kann zu seinem Tod beigetragen haben. Eine freundliche Aufseherin. Aber sie posiert vor einem Leichnam. Niemand wird jemals erfahren, welche Qualen der irakische Gefangene erleiden musste. Welche Methoden aus dem Arsenal der CIA seine Peiniger wählten. Im Nationalarchiv in Washington suchen wir weiter nach den Ursprüngen der CIA-Methoden. Mein amerikanischer Kollege findet eine überraschende Spur. Dokumente weisen nach Deutschland, in die amerikanische Besatzungszone und die Jahre kurz nach dem Krieg. Zurück in Deutschland.
Lutz Raumer hat interessante Dinge zu erzählen. Er zeigt mir Unterlagen und Fotos seiner verstorbenen Frau. Sie hat 1953 für das US-Militärgefängnis in Mannheim gearbeitet. Dort hat sie Dinge gesehen, die verblüffende Ähnlichkeit zeigen mit den Vorgängen in Abu Ghraib. Sie hat ja auch noch weitergearbeitet bei den Amerikanern. Also der Beschreibung nach standen die Soldaten da mit Schläuchen und haben in die Zelle reingespritzt. Das muss das sehr oft gewesen sein. Und da musste eine Art Betonwanne, wo das Wasser stehen geblieben ist. Und die Gefangenen mussten auch in dieser Betonwanne stehen bleiben, konnten da nicht raus, sodass sie oft Tage oder Stunden lang in dem Wasser stehen mussten. Die Misshandlungen sollen im Keller des Militärgefängnisses in Mannheim stattgefunden haben. Eben, wenn man auf dem Flur war oder in die Kantine gegangen ist, dann hat sie die Schreie gehört. Und dann hat sie nachgefragt, wo die herkommen. Und dann haben die Arbeitskollegen, also nicht direkten Kollegen, aber die dort tätig waren, immer gesagt, was gemacht wird, was gefoltert wird, um Aussagen zu erreichen, die man von den Gefangenen erwartet hat. Das Gefängnis im Schloss ist kein Juwel, heißt es damals in der Presse. Der halb zerstörte Seitenflügel verschandele das historische Mannheimer Schloss. Von den Folterungen dagegen erfährt die Öffentlichkeit nichts. Bis heute nicht. In Mannheim wurden Anfang der 50er Jahre offenbar Methoden erprobt, die ein halbes Jahrhundert später in Abu Ghraib wieder zum Einsatz kamen. Und Margot Raumer wurde Zeugin dieser Experimente. Also als erstes nannte sie immer dieses Abspritzen mit Wasser und dass sie oft nächtelang stehen mussten. Dann wurde also auch geblendet mit Strahlern über Nacht. Essensentzug war eine gängige Praxis. Und dann das Schlagen mit den Baseballschlägern. Die Opfer waren amerikanische Soldaten, die sich in Deutschland strafbar gemacht hatten. Die Ereignisse in Mannheim sind zunächst der einzige Hinweis auf Folterexperimente in Deutschland. Ich konzentriere die Recherchen deshalb wieder auf die Aktivitäten der CIA im Irak und in den USA. Diese Bilder aus Abu Ghraib zeigen, was die Folter einem Menschen antut. Ein verzweifelter Gefangener versucht, sich den Kopf einzuschlagen. Ein US-Soldat filmt ungerührt mit dem Handy. Schon vor 50 Jahren wusste die CIA, dass die Folter Menschen zerstört. Die Auswirkungen von Isolation, Angst, Schlafentzug und Hunger führen dazu, dass einige der Gefangenen an den Rand des Wahnsinns getrieben werden. Psychologische Foltermethoden führen zu einem Zusammenbruch vieler Gefangener. Immer wieder versuchen Opfer, sich das Leben zu nehmen. Hier sehen wir ganz deutlich, dass ein Mensch unter dem ihm zugefügten Leid, unter der ihm zugefügten Folter zusammenbricht und auf seine Art versucht, diesen Folterungen und den psychischen und materiellen und physischen Folgen der lange dauernden Haft und der lange dauernden Verhörmethoden und so zu entkommen. Wie macht er das? Er schlägt mit dem Kopf gegen eine Tür. Das heißt, weithin, ich möchte eigentlich nicht mehr leben, ich möchte das aus meinem Kopf entfernen, was mich seelisch kaputt macht. Bei weiteren Recherchen stoße ich auf ein geheimes Handbuch der CIA aus dem Jahr 1963. Es steht offenbar am Ende der Forschungen, die in den 50er Jahren begannen.
Zwischen 1951 und 1963 war die CIA die führende Institution innerhalb aller US-Geheimdienste, mehr noch innerhalb der gesamten amerikanischen Wissenschaft, Psychologie und Psychiatrie, die den Code des menschlichen Bewusstseins zu knacken versuchte. Der Etat betrug auf dem Höhepunkt Ende der 50er Jahre $1 Milliarde pro Jahr und schloss Tausende von Experimenten ein. Und alle Ergebnisse wurden letztendlich in einer Art Handbuch zusammengefasst, dem Cuba Counterintelligence Interrogation Manual. CUBAC Spionageabwehr Verhörhandbuch. Hunderte von Forschungsarbeiten wurden für dieses Lehrbuch der Folter ausgewertet. Und das Lehrbuch wird schnell zum Leitfaden für die Praxis. Das Handbuch stellte von da an die Grundlage für Folter dar. Es wurde weltweit allen verbündeten Regierungen, vor allem in der Dritten Welt, zur Verfügung gestellt. Die CIA unternahm alles, die Techniken zu propagieren. Das führte dann zu diesem groß angelegten Projekt X des Pentagon, das 1966 begann und bis 1990 lief. Im Rahmen dieses Projekts wurden die Erfahrungen der Verhörmethoden aus dem Vietnamkrieg ausgewertet und dann über amerikanische Militärberater nach Lateinamerika exportiert. Lateinamerika wurde gewissermaßen mit dem Folterhandbuch überschwemmt. In den 70er Jahren gingen in Südamerika viele Militärdiktaturen mit brutaler Gewalt gegen Oppositionelle vor. Die Generäle wussten CUBAC zu schätzen. Erzwungene Masturbation vor weiblichen Aufsehern in Abu Ghraib. Das hatte es auch schon in Lateinamerika gegeben. Es war also kein Fehlverhalten einzelner Aufseher. Sie taten, was die CIA lehrt. Die Gefangenen wurden gezwungen, sexuelle Posen einzunehmen, zu masturbieren und sich wie Tiere zu verhalten. Eine der Aufseherinnen zielt mit einer imaginären Waffe auf die Genitalien der Gefangenen. Eines der Opfer erinnert sich später. Sie zogen mir die Kapuze vom Kopf und dann sah ich, dass mein Freund vor mir kniete. Sein Kopf war nah an meinem Schoß. Danach mussten wir wie die Hunde bellen und auf allen Vieren kriechen. Es war erniedrigend. Es handelt sich um die Anordnung und das Milieu eines zutiefst gewaltbereiten Systems, das zu äußersten Schamfoltermaßnahmen bereit ist. Es gibt nachweislich in der Pinochet-Diktatur in den 70er Jahren ähnliche Vorgänge, die immer das eine beweisen sollen, Männer, die in die Hand von wahren Soldaten fallen, werden als Weicheier denunziert, feige Wichser, wie das damals hieß, die äußerste Erniedrigung von Männern im Angesicht von Frauen. Folter in Lateinamerika und Vietnam, in Abu Ghraib und Guantanamo, sind das alles Episoden einer einzigen schmutzigen Geschichte? Eine Geschichte aus dem Folterhandbuch CUBAC? Es gibt tatsächlich eine Kontinuität von CUBAC bis nach Abu Ghraib. Im amerikanischen Nationalarchiv findet mein Kollege immer neue Dokumente. Und noch einmal führt eine Spur nach Deutschland. Offenbar fühlte sich die CIA im besetzten Deutschland sicherer. Und hier gab es viele Gefangene. In diesem CIA-Memo von Anfang 1951 heißt es: Alle Experimente werden außerhalb der USA durchgeführt. Zu den Forschungsteams sollen Mediziner gehören, die für den Gebrauch von EEG, Elektroschock und Lügendetektor qualifiziert sind.
Auch wir haben Anhaltspunkte, dass die CIA damals extreme Experimente in der Nähe von Frankfurt vornahm. Erst Mannheim, jetzt Frankfurt. Elektroschocks und Lügendetektor? Im ehemaligen IG Farbenhaus in Frankfurt residiert nach Kriegsende das amerikanische Militär und die CIA. Extreme Versuche wollen die Amerikaner nicht im eigenen Land und nicht an eigenen Landsleuten durchführen. Im besetzten Deutschland findet die CIA deutsche Kriegsgefangene, russische Spione und verdächtige Überläufer. In der Nazi-Architektur des IG Farbenhauses koordiniert die CIA die Suche nach geeigneten Versuchsobjekten. Bei dieser Forschung ging es um Drogen, Hypnose und Elektroschocks und deren Kombination. Das waren die am wenigsten wissenschaftlichen und am stärksten menschenverachtenden Versuche. Die Experimente an den Sowjets, wie in Frankfurt, ließ die CIA von internen Experten durchführen. Das Verhörzentrum der US-Armee lag damals ganz in der Nähe von Frankfurt, in Oberursel am Taunus. Sein Name Camp King. Ich habe einen Zeitzeugen gefunden. Franz Geidosch arbeitete hier nach Kriegsende als Barkeeper im Offizierscasino der US-Armee. Einige Gebäude von Camp King stehen noch heute. Franz Geidosch erinnert sich noch gut an die Zeit, als er den Amerikanern die Drinks servierte. Anfang der 50er Jahre feiern die Amerikaner in Oberursel rauschende Feste. Die Nachbarschaft ahnt nicht, was hinter der idyllischen Fassade von Camp King sonst noch vor sich geht. Dem Barkeeper Franz Geidosch dagegen bleibt das nicht verborgen. Im Lager werden neue Verhörmethoden erprobt. Die Rough Boys, die harten Jungs, quälen die Gefangenen. Einer der harten Jungs ist Major Hart. Er ist berüchtigt für seine besondere Brutalität. Gefangene Nazis werden gefoltert monatelang. Die Rough Boys kennen keine Gnade. Ja, ihre Methoden waren natürlich nicht human, sondern sie haben schon einen Druck ausgeübt. Tja, Methoden, wo man moralisch einen Menschen fertig machen kann. Und in Camp King, die waren ja berüchtigt, die Rough Boys, alles die, was nicht preisgeben wollten, ne, haben die versucht rauszubekommen. Nicht alle Gefangenen, erinnert sich Geidosch, seien in Camp King gewesen. Es gab auch getarnte Quartiere in der Umgebung. Es gab ja die Safe Houses, ne, wie in Kronberg zum Beispiel, ne, wo wichtige Personen festgehalten wurden. Ne? Ich fahre weiter nach Kronberg im Taunus. Geidosch hat mir ein Foto mitgegeben. Die Villa Schuster sei damals ein solches Safe House gewesen. Ein sicherer Ort für die wirklich heißen Fälle. Das Haus steht noch. Was also geschah hinter den Mauern der Villa Schuster? So viel lässt sich rekonstruieren. Anfang 1952 ziehen Mediziner der US-Geheimdienste CIA und CIC in der Villa Schuster ein. In der Abgeschiedenheit des Taunusstädtchens wollen sie ganz besondere Experimente machen. Die Umgebung, das Umfeld wusste gar nicht, wer das ist, was das ist, weil ja das Militär, also der CIC, in diesen Häusern gar nicht in Uniform aufgetreten ist, sondern nur in Zivil. Die Fahrzeuge hatten zivile Nummernschilder, also dass das Umfeld gar nicht wusste, dass das eine amerikanische Einrichtung ist. Das Team in der Taunus-Villa erwartet einen Besucher. Aus den USA reist der CIA-Wissenschaftler Dr. Frank Olson an. Am 12. Juni 1952 kommt Olson mit einer Maschine der US Air Force auf dem Flughafen Rhein-Main an. Die Stempel in seinem Diplomatenpass bezeugen die Reise nach Frankfurt. Olson hat wohl nur eine vage Vorstellung von dem, was auf ihn zukommt. Experimente mit Drogen und Elektroschocks.
Er ahnt offenbar nicht, wie brutal seine eigenen Leute dabei vorgehen wollen. Dies ist das Protokoll über Patient Nummer 2 vom 13. Juni 1952. Die erste Injektion enthielt Natriumpentotal, das ihm unter dem Vorwand verabreicht wurde, es handele sich um eine Vitaminlösung. Nach dem Narkosemittel Pentotal werden dem Opfer wechselweise verschiedene Drogen gegeben. Drogen wie Mescalin und LSD-25. Auf die Drogen folgen stundenlang Elektroschocks. Olson fliegt zurück zu seiner Familie in die USA. Ihm ist strengstens verboten, über die Versuche zu reden. Trotzdem vertraut er sich seinem besten Freund an. Er kam zurück, sagte mir, Norm, ich sage dir jetzt etwas, das du niemandem erzählen darfst. Du wärst fassungslos, wenn du wüsstest, welche Techniken sie benutzen. Sie bringen Leute zum Sprechen. Sie machen Gehirnwäsche mit ihnen. Sie setzen alle möglichen Drogen ein, alle möglichen Foltermethoden. Sie nahmen Nazis, sie nahmen Gefangene, sie nahmen Russen. Und sie interessierten sich nicht im Mindesten, ob die lebendig da rauskamen oder nicht. Elektroschocks und Drogen gehören seitdem zum Arsenal moderner Folter. Da waren einige Wärter, die mich festhielten. Und der andere kam halt mit den Elektroschocks. Und sie hielten das an meine Füße. Es ist Schmerzen überall gewesen. Es war, als ob man Krämpfe kriegen würde, überall. Bis zu den Fingern. Als ob das Blut kochen würde. Diktatoren aus Lateinamerika lernten gern von der CIA. Diese Szene ist für einen Spielfilm nachgestellt. In der Villa Schuster, so hatte Olson berichtet, experimentierte die CIA nicht nur mit Elektroschocks, sie testete auch sogenannte Wahrheitsdrogen. Ich habe mir einen alten Plan besorgt, der die damalige Aufteilung des Kellers zeigt. Einer dieser Räume war als ärztliches Behandlungszimmer eingerichtet. Die Opfer sollten glauben, sie würden medizinisch untersucht. Doch die Ärzte, die im Keller auf sie warteten, hatten alles andere im Auge als das Wohl der Gefangenen. In einem Fernschreiben aus Washington heißt es: Für Planungen des Headquarters brauchen wir Zeit, Ort und verfügbare Versuchsobjekte für finale Experimente. Finale Experimente. Was bedeutet das? Frank Olson wird Zeuge finaler Experimente. Und er ist zutiefst schockiert. Wieder vertraut er sich seinem Freund an. Als er das letzte Mal aus Deutschland zurückkam, hörte er sich anders an. Er sagte, ich könnte dir Dinge erzählen, die ich niemandem sonst erzählen kann, weil sie top secret sind. Die Leute in Deutschland gingen bis zum Äußersten. Er fragte mich, Norm, hast du jemals einen Menschen sterben sehen? Ich sagte nein. Und er sagt, ich schon. Sie sind gestorben. Einige der Gefangenen, die sie verhörten, starben. Also können Sie sich vorstellen, in welchem Ausmaß sie an denen gearbeitet haben. Finales Experiment, das heißt also tödlich. Die Leichen wurden wahrscheinlich irgendwo in den Wäldern des Taunus verscharrt. Frank Olson hätte dieses Geheimnis verraten können. Aber der CIA-Mann stürzt wenig später aus dem 13. Stock eines New Yorker Hotels.
Offiziell ist es Selbstmord. Doch sein Freund glaubt, dass er in Zimmer 1018a ermordet wurde, weil er aussteigen wollte. Gab es einen Grund dafür, dass er von der CIA umgebracht wurde? CIA? Wahrscheinlich schon. So. Wer aber waren die führenden Köpfe hinter den Experimenten der CIA? In Dokumenten aus dem Nationalarchiv stoße ich auf den Namen Professor Henry K. Beecher. Der Mediziner von der berühmten Harvard-Universität hatte sich nach Kriegsende den US-Geheimdiensten als Berater angedient. Im September 1951 taucht Beecher erstmals in Deutschland auf. In Camp King soll er Menschenversuche leiten. Der Professor genießt höchstes Ansehen bei der CIA. Er ist in alle Geheimnisse eingeweiht. In Camp King berät sich Beecher lange mit Major Hart und seinen Rough Boys. Beecher bestimmt, welche Medikamente und Drogen bei den Verhörexperimenten getestet werden. Der Arzt wird zum Folterknecht. Aus einem Bericht Beechers an die CIA. Wir wollen Wissen sammeln über die Wirkungen dieser Drogen, als Werkzeuge für den möglichen Einsatz an Gefangenen. Beecher steckte ganz tief drin, wie man an seinen Kontakten mit der CIA, mit der NATO und dem militärischen Oberkommando sieht. Er war gewissermaßen im Zentrum dieses Projektes, das diese enormen Exzesse hatte, wenn Sie an die Experimente in Deutschland denken mit den Todgeweihten. Beecher gehörte zu jenen übereifrigen Wissenschaftlern, die unbedingt herausfinden wollten, welchen Einfluss diese Drogen auf das menschliche Bewusstsein haben. Er trieb die Forschungen voran, ohne jeden ethischen Skrupel. Nur 4 Jahre zuvor, 1947, hatten sich die Nazi-Ärzte in den Nürnberger Prozessen verantworten müssen. Erschüttert hatte die Welt von den Menschenversuchen in den KZs erfahren. In Nürnberg wurden deshalb grundlegende ethische Prinzipien aufgestellt. Nie wieder medizinische Experimente ohne Einwilligung der Betroffenen. Professor Beecher, so beweisen die Dokumente, schert sich nicht um den neuen Ärztekodex. Noch während der Nürnberger Prozesse erhält er aus Washington Unterlagen über die Menschenversuche in den KZs. Beigefügt ein Bericht, der sich mit dem Konzentrationslager Dachau befasst und der Sie vielleicht interessieren könnte. Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau bei München. Das KZ war während der NS-Zeit ein Zentrum für Menschenversuche, vor allem mit Krankheitserregern und Drogen. Erhält Beecher die Unterlagen aus Dachau, damit er von den Nazis lernt? Soll er das furchtbare Wissen der Nazis nutzen für die CIA und das freie Amerika? Nach der Befreiung des KZs kommen amerikanische Militärärzte nach Dachau. Sie befragen Überlebende und sichten Unterlagen. Die Amerikaner sammeln Informationen über die Menschenversuche, die die NS-Ärzte hier in den Medizinbaracken durchgeführt haben. Darunter Experimente mit der Droge Mescalin. Doch welches Interesse verfolgen die Amerikaner dabei? Geht es um die Dokumentation der Nazi-Verbrechen? Ein besonderes Interesse für die Versuche der Nazi-Ärzte zeigt Professor Beecher. Ein Historiker der Gedenkstätte hat im Archiv nur einen Hinweis auf die Versuche mit Drogen gefunden. Die meisten Aufzeichnungen hatte die SS kurz vor der Befreiung Dachaus verbrannt. Welches Ziel verfolgte die SS mit den Mescalin-Experimenten? Man wollte versuchen, dass man Aussagen von Häftlingen oder von jedweder Person erreichen kann, indem man ihnen diese sogenannten Bewusstseinsdrogen verabreicht. Ein verlockender Gedanke. Auch für die CIA. Unter Mescalin redet der Gefangene ohne lange nachzudenken.
Eine Anwendung durch die Gestapo wäre extrem gefährlich gewesen. So die Dachau-Studie des US-Militärs vom Oktober 1945. Deren einziges Exemplar befindet sich heute in der medizinischen Bibliothek der Harvard-Universität. Es stammt aus dem Nachlass von Professor Beecher, der jahrzehntelang Chef-Anästhesist am Harvard-Krankenhaus war. Was besagt denn die Tatsache, dass diese Studie in den Beständen der Harvard Medical School war? Das scheint ja wohl so zu sein, dass es ein gewisses Interesse der amerikanischen Forschungsstätten gegeben hat. Sie haben, und das muss man ihnen, denke ich mir, auch vorwerfen, sich nicht distanziert von diesen menschenunwürdigen Situationen, unter denen diese Versuche hier stattgefunden haben, denn keiner der Häftlinge konnte sicher sein, dass er das überleben wird. Aber damit nicht genug. Der renommierte Harvard-Professor wertete die Nazi-Versuche nicht nur aus, er setzte sie auch fort, im Auftrag der CIA. Im Januar 1953 kommt es im Psychiatrischen Institut des Staates New York zu einem tödlichen Zwischenfall. Einem depressiven Patienten wird auf Anordnung seines Arztes und auf Empfehlung von Professor Beecher ein Mescalin-Präparat gespritzt. Gegen seinen Willen. Der Versuch beginnt um 9.53 Uhr. Der Patient protestiert heftig, heißt es im Versuchsprotokoll. Schon nach wenigen Minuten tritt Schaum vor seinen Mund. Um 10.01 Uhr richtet sich der Patient im Bett auf, dann versteift sein Körper. Um 11.45 Uhr fällt er in ein tiefes Koma. Eine halbe Stunde später ist er tot. Ein beteiligter Arzt gesteht später: Wir hatten keine Ahnung, was wir ihm injizierten. Ob es Hundepisse oder irgendein anderes Zeug war. Der Tod des Patienten hält Beecher nicht davon ab, bei der CIA neue Finanzmittel zu beantragen. Beecher ist überzeugt, dass seine Versuche zum Sieg der USA im Kalten Krieg beitragen. Harvard, Boston. Spurensuche an der renommiertesten Universität der Vereinigten Staaten. Ich will dort der Frage nachgehen, warum die unrühmliche Vergangenheit des Professor Beecher niemals bekannt gemacht wurde. Um den internationalen Ruf der Universität nicht zu gefährden? Das Harvard-Krankenhaus und sein historischer Hörsaal sind Wahrzeichen des medizinischen Fortschritts. Hier wurde 1846 die chemische Narkose erfunden. Die betäubende Wirkung von Ätherdämpfen war eine bahnbrechende Entdeckung. ...1937 beruft Harvard den erst 33-jährigen Beecher auf den Lehrstuhl für Anästhesie. 10 Jahre später beginnt seine CIA-Karriere. Mitte der 60er Jahre eine weitere Wende. Ausgerechnet Beecher kritisiert jetzt unverantwortliche Menschenversuche von Ärzten in einem aufsehenerregenden Artikel. Ich glaube, dass diese Art von Experimenten am Menschen der Medizin großen Schaden zufügt, wenn sie nicht bald korrigiert wird. Vom Saulus zum Paulus? Über seine eigene Schuld verliert Beecher nie ein Wort. Er stirbt 1976. Das Harvard-Krankenhaus feiert ihn bis heute als moralische Instanz. Und sogar ein Preis für medizinische Ethik trägt Beechers Namen. Harvard möchte an die Vergangenheit nicht erinnert werden. Es passt nicht zum Image der Elite-Universität, dass einer ihrer berühmten Söhne Foltertechniken erfand. Seine damaligen Experimente sind entweder immer noch geheim oder die Informationen darüber wurden vernichtet. Deshalb können wir nicht beurteilen, ob das, was Beecher gemacht hat, falsch war, nach heutigen oder damaligen Maßstäben. Doch Harvard könnte es besser wissen. Die Fakten sind eindeutig. Beecher ließ nicht nur verwerfliche Experimente durchführen, er kooperierte dabei sogar persönlich mit KZ-Ärzten.
In Camp King arbeitet Anfang der 50er Jahre auch ein Dr. Fischer. Doch das ist nur ein Deckname. Dahinter verbirgt sich einer der übelsten KZ-Ärzte. Professor Walter Schreiber. Schreiber ist der Anklage in Nürnberg entgangen und dann von der CIA rekrutiert worden. Im Lesezimmer der Villa Schuster trifft sich Henry Beecher mehrfach zum Gedankenaustausch mit Schreiber. Der KZ-Doktor und der Harvard-Professor gemeinsam im Dienst der CIA. Beecher schreibt nach einer Begegnung mit dem Deutschen: Es war gut, sich mit ihm auszutauschen. Schreiber ist intelligent und hat sich als hilfsbereit erwiesen. Kannte Beecher die Kriegsvergangenheit dieses Mannes? Wenn nicht, war er naiv. Wenn er sie kannte und trotzdem glaubte, es sei legitim, mit ihm Kontakt zu haben, dann ist das ärgerlich. Insbesondere deshalb, weil er in seinen Berichten kein Wort über die Vergangenheit verlor und Schreiber nicht als das bezeichnete, was er tatsächlich war, ein furchtbarer Wissenschaftler. In Dachau begann die Geschichte. Henry Beecher führte die Forschungen der Nazis weiter. 1963 hielt die CIA alle Ergebnisse in den Händen. QBAC, das Handbuch der modernen Folter, Anleitung für Folterknechte in Vietnam und Lateinamerika. 4 Jahrzehnte später schließlich Guantanamo und Abu Ghraib. Die CIA hatte QBAC aus der Schublade geholt. Mannheim, August 2004. Einige der Täter von Abu Ghraib stehen in Deutschland vor der amerikanischen Militärjustiz. Einer von ihnen sagt aus, es habe unmissverständliche Befehle von oben gegeben. In Abu Ghraib, so sein Anwalt, herrschte von Anfang an ein Klima der Gewalt und der Missachtung von Menschenrechten. Nach dem 11. September fühlt der amerikanische Präsident sich nicht mehr gebunden an das Verbot der Folter. Einmal von der Leine gelassen, tun seine Verhörspezialisten das, was 60 Jahre Forschung sie gelehrt haben. Die Misshandlungen in Abu Ghraib und Guantanamo waren also keine bedauerlichen Entgleisungen einzelner Soldaten. Und die CIA, so ist zu fürchten, wird auch in Zukunft die brutalen Methoden anwenden, die sie nach dem Krieg in Deutschland entwickelt hat. Diese Brutalität aber wird neuen Hass schüren und neue Gewalt. Das wird auf Jahrzehnte hinaus das Verhältnis zwischen Islam und den USA zutiefst belasten. Wer Menschen so erniedrigt, vor der Welt erniedrigt und damit rechnen muss, dass das offen gelegt wird, der weiß, was er tut und der weiß, was er kaputt macht.